Grüezi miteinander, das ist der Rasenreporter aus Würlos. Heute sind wir hier an der schönen Limetunnel. Heute machen wir eine schöne Fahrt mit dem Dampfhans. Es geht darum, den ersten Preis von der TBW-Net, der hier ausgesetzt worden ist, einzulösen. Und zwar Michel Meier aus Würlos hat den gewonnen. Und wir begleiten bei dieser Gelegenheit gerade Michel Meier, der hier im Hintergrund bereits am Vorbereiten ist, von seinem wunderschönen, schicken Dampfbötli, einem Dampfhans. Und da hören wir und sehen wir nachher noch viel, viel mehr. Wir gehen jetzt mal aufs Beibötli, fahren nebenzu mit und liefern schöne Bilder. Liefern. Alles klar, Schiff ahoi! Jetzt fahren wir über See, jetzt fahren wir über See. Schon noch geliebt, aber wir sind auf der Vorbereitung zum Dampfhans. Lässig. Wo ist der Gleitböte da? Ist auf dir. Kommen wir an die Fest. Machst du keine Bremse? Bremse mache ich nicht, nur Vollgas, immer Vollgas. Oder machst du Handbremse? Handbremse ist hier, ja. Was ist passiert? Wir haben kein Benzin mehr, wir sind führerlos. Zum Unterholz. Ist das auch ein bisschen gut brennt. Das ist das Heißdampföl. Da wird die Zweizylindermaschine wird da geschmiert über das Gefäß. Ich muss da aufmachen, da ist noch Wasser drin vom letzten Mal. Das Wasser läuft jetzt dann unten raus. Beziehungsweise hier unten kommt so Heißdampföl raus. Jetzt muss ich das auffüllen. Jetzt seht ihr es hier. Spritzen. Ja. Das ist Heißdampföl. Das ist ganz zähflüssig. Das ist ganz. Wird erst, wenn es. Wie Honig. Durch die Zylinderuhr und. Da bei uns oben wieder zum Kämmen raus, wir lassen nichts ins Wasser rein. Ja, nichts, null, null. Was machst du da? Wir machen eine Reportage über den Dampfhans Michi Neuer und die Gewinnerin vom Wettbewerb von TBW-Net. Captain Ahoy, ja? Schiff Ahoy. Gut. Natürlich, das geht jetzt schon auf. Du überschwimmen? Ja, ja, genau. Das haben wir dann alles mit, damit wir wieder rüberfahren. Jetzt geht's los, hä? Ich komme nicht. Du kommst nicht nach Hause. Nein, ich gehe nach Hause. Ich gehe alleine, ja. So, ich gehe mal hinten. Ja, super. Also.
Also herzlich willkommen da im Dampfhans. Es ist ein Schiff der Königlichen und Kaiserlichen Kriegsmarine. Du bist schnell, ja? Ja, schön. Diese Jahre. Die Winde waren. Jahre mit. Wir sind hier bei der Wettbewerbsgewinnerin, Michelle Meier. Michelle, du bist ein Bootserfahrer. Sag mal, was sind die Erfahrungen auf dem Boot? Aber so etwas hast du noch nie erlebt wahrscheinlich. Nein, definitiv nicht. Also ich habe nicht mal gewusst, dass wir so ein Schiffchen haben so nahe. Und dass das noch ein Nachbar ist, quasi, wo so ein Hobby hat, wo ich einfach absolut den Hammer finde. Ich war zwar schon mal auf einem Dampfschiff, gewesen, aber in Bech. Das ist am Obersee, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ein bisschen grösser als das, aber in der Klasse wahrscheinlich etwas ähnlich. Und ja, als ich gehört habe, ich habe den ersten Preis gemacht, sie gefahren auf dem Dampfschiff, habe ich gedacht, wo echt? Und ja, ich bin jetzt hell begeistert. Noch nie ein Dampfschiff sehr auf der Limit, oder? Nein, genau. Aber eben, du warst schon auf ganz hohen Seen, an grossen Meer mit dem Segeltörn, oder? Mit dem Segelschiff. Aber einfach hobbymässig, ja. Weil ich habe gemerkt, ich bin nicht der Crack, der in den Himmel schauen kann und weiss, wie er den Segel stellen muss. Ich bin einfach, es hat mir immer Spass gemacht, weil man mit dem Segelschiff so nah an ein Land kommt. Man ist immer nah, oder? So wie hier auch. Man sieht nie näher die Natur als vom Wasserspiegel aus, oder? Und halt die Kameradschaft, die man hat, wenn man an Bord ist. Man muss irgendwie auf kleinem Raum miteinander funktionieren. Und das hat mich immer fasziniert. Ich möchte noch gerade mal den Captain fragen. Captain, wie kommt denn überhaupt das Boot auf die Limit? Das ist ja auch noch speziell, oder? Also es hat ja St. Gallen-Nummer. Und das ist noch lustig. Wir waren auf dem Wallensee und dann hat es uns durch den Linkkanal durchgeschwemmt, wo es mal Hochwasser gehabt. Dann sind wir durch den Obersee durchgedriftet. Dann haben wir gesagt, das ist noch lässig auf dem Zürichsee. Dann haben wir den ganzen Zürichsee durch abgemacht. Dann sind wir via Lette und im Stauwehr Dietike. Und dann sind wir da hängen geblieben. Da wohnen wir ja gerade. Und jetzt können wir einfach nicht mehr nach. Es ist einfach, jetzt müssen wir halt da bleiben, bis es weitergeht. Nein, Spass beiseite. Das Schiff kann man natürlich trailern. Es ist 1,5 Tonnen schwer mit dem Kessel und allem und der Maschine. Und dann kann man das natürlich auch jede Beliebung sehen. Und das machen wir auch regelmässig, wobei es ist so schön auf der Limit. Jetzt, für Waschnettensee ist angesagt. Wir waren schon auf dem Greifensee, auf dem Bodensee, auf dem Zürichsee, natürlich auf dem Wallensee sind wir schon viel. Und, aber die Limit hat. Es ist natürlich schön, es hat nicht so Wellen. Weißt, auf der Wallensee ist am Nachmittag dann recht nervös. Mhm. Und das macht, ja, bist du ein im Stress. Kannst du zwar schon sagen, jetzt gehen wir das Glas essen auf irgendwie auf Quinten über oder so. Das macht noch Spass, aber es wellt dann halt schon recht und das ist dann ein bisschen unangenehm. Darum ist eigentlich die Limit ist eigentlich super. Und ja, jetzt bleibt sicher noch 2 Wochen bleibt's drin und dann schauen wir weiter. Gut. Wir wollten das eben machen, dass wir mit Michelle können, mit ihrer Kollegin der Monika zusammen dass den Gucci noch einlesen können, solange das Wetter da so super ist. Und heute haben wir wirklich gerade super Glück gehabt. Es ist nicht zu heiss und es funktioniert. Ich habe gefunden, dass es 23 Grad hat. Habe ich etwas in die Schraube rein? Siehst du? Nein, ich sehe nichts. Siehst du nichts? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht gut. Mich, jetzt haben wir kleine Bonne. Ja, das ist gerade Angst. Du hast gesagt, es ist noch nie passiert. Nein. 120 Jahre. Also 120 Jahre habe ich nicht miterleben können. Aber es ist jetzt also wirklich gerade. Es ist ein Problem, die Steuerungen von den beiden Ventilen. Daraus haben wir 2 Ventile-Steuerungen. Ja, ja. Die sind irgendwie. Er macht nur noch halbe Umdrehung, wie wenn er sich irgendwie verschluckt hätte. Ja, ja. Und jetzt muss ich herausfinden, ob wir das hinkriegen. Für die Fachfrau? Für die Fachfrau?
Also was natürlich jetzt oben peinlich ist, dass das jetzt gerade jetzt passiert. Wir sind schon x-mal, ich habe schon 60 Mal bin ich dieses Jahr auf der Limmat gefahren, drauf und drauf. Und genau heute passiert so etwas, oder? Zum Glück haben wir noch die TBW nicht dabei, ja, mit dem Nobel. Genau, mit dem Nobel, ja, absolut, absolut. Das ist jetzt genau so geplant. Es macht fast den Eindruck, als sei das von langer Hand vorgeplant, aber ich glaube nicht, dass das... Nein, nein, ist das nicht. Ist es nicht. Gute Grüße. Schau jetzt noch mal schnell von der anderen Seite her. Vielleicht kommt eine gute Idee, gell? Vielleicht kommt noch eine. Wir gehen doch noch nicht auf. Nein, wir gehen sie noch nicht auf. Noch mal kurz Pause. Wir treiben hier gerade beim Fischerhaus Wettigen vorbei. Ja, genau. Und das war Fischessen mit grossem Erfolg vor rund 3 Wochen. Da waren wir auch da gewesen, haben wir auch mit Leuten mitgenommen, dann noch runtergefahren. Und das ist natürlich nicht passiert. Da. Wir schauen, ob wir noch fahren können. Oder nicht? Jetzt müssen wir halt dann von hier rauf wieder fahren. Okay, oder? Okay, dann gehen wir nachher mit dem essen, oder? Ja, genau. Ja. Also, Schiff, wir müssen Pause machen. Der Dampfhans hat ein bisschen Pause. Wagen nicht mehr so. Jetzt machen wir halt, was machen wir jetzt da genau? Der Beto Siffle, das ist im Welschland immer am 11. pfeift das Dampfschiff. Achtung, ein Pfiff! Das geht noch. Ivan Frey. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist Notzeichen, können wir sagen. Genau. Notzeichen wäre 4-mal immer lang. Ja, genau. Danke vielmals, mein Freund. Wir haben jetzt zwei Schiffe nebeneinander gebunden. Und jetzt darf ich dann das Motorboot übernehmen. Der Funk ist schon bereits Kantonspolitik. Ich kann grüßen. Wo fragen, was da los ist. Wir blockieren den Schiffsverkehr. Also wir machen jetzt einen Wechsel. Ja. Die Jürgen übernimmt den Dampfer mit der Dame und ich fahre mit dem Motorboot hoch. Und jetzt gehen wir dann zum Mittagessen. Wir müssen das gerade ausrichten. Ja. Nein, es geht nur darum, weißt, es hat da so hohe Seepflanzen. Ja. Und die möchte ich nicht in die Schrauben rein haben, oder? Das ist schön, wirklich Seepolizei. Ja, wenn dann der auch noch verreckt, dann ist es ganz schlimm. Ja. So. Jetzt dreht die Maschine wieder voll. Vielleicht finde ich noch raus, was es ist. Wie mit dem Töpfchen, weißt du, kannst du die Stange hinhauen, dann kommt er wieder, oder? Weißt du, ich sehe ihn irgendwie nicht. Ich glaube, es liegt am vorderen Deck. Da musst du mal schauen, der eiert etwas komisch. Oh, nein, das ist schön. Er dreht schön. Ich habe es gefunden, wir haben keine Kohle in der Maschine. Ja, hier. Ja. Anthrazit, wunderschön.
Okay, ich mache jetzt drei Mal pfeifen, weil wir haben keine mehr. Für mich pfeifen, hast du pfeifen mehr. Also. Machst du hier? Oh, genau. Ja, ja. Ich bin bereit. Ton an? Aber du hast das falsche Kamera? Falsche Kamera? Ja, musst du nicht so machen. So. Ja, das ist... Du musst mir zeigen, wie das geht. Ah, jetzt das Dilemma. Look, der Notboot. Sicher, du siehst nicht. Nein, ich habe nichts gesehen. Also, schau. Man sieht nichts. Ganz dunkel. Michel Meier, jetzt sind wir hier Pausenplätzchen, wir haben es Mittag gegessen, wir haben Fahrt mit dem Dampfschiff. Ist alles gut gegangen bis jetzt? Es war alles perfekt, außer das Schiff nicht hat mögen wieder zurückfahren. Wir hatten eine kleine Panne, gell? Aber es war interessant. Ja, spannend. Also, es nimmt mich dann schaurig Wunder, was dieser Maschine fehlt. Mhm. Und jetzt noch eine Frage, wie bist du überhaupt zu dem Preis gekommen? Was hast du da müssen machen? Das war ein Wettbewerb von unserem Chef, der technische Betrieb Würrelos. Genau, und ich kann mich leider nicht mehr an die genaue Fragestellung erinnern, aber ich bin eben so ein Freak. Ich mache eigentlich praktisch jeden Wettbewerb und habe im Laufe der Zeit 7 Kaffeemaschinen gewonnen. Darum bin ich froh gewesen, dass dort mal ein Preis etwas anderes in Aussicht gestanden ist. Und habe mich mega gefreut. Mhm. Und hat ja immerhin geklappt, dass wir Schifffahrt machen konnten. Aber bei den technischen Betrieben hast du wahrscheinlich auch ein Abo. Das läuft immer perfekt dort, nicht jetzt mit dem Schiff. Aber das hast du links weggesteckt. Das war wunderbar eigentlich.
Ja, das hat mich überhaupt nicht gestört. Es geht ja nicht alles im Leben läuft linear und darum ja, bin ich überzeugt, dass wir trotzdem einen tollen Tag gehabt haben schon und werden noch haben. Danke vielmals und alles Gute weiterhin. Merci Danke für die Kundschaft hier bei uns. Ja, doch. Danke. Wie bist du überhaupt zu dem Boot gekommen und hat zu dem Namen Dampfhans und dass der da überhaupt das Dampfschiff da auf der Limmaton fährt? Ja, das ist vor allem etwas Spezielles. Also vielleicht zuerst, der Name Dampfhans, da kann ich nichts dafür. Der Dampfer stammt vom Attersee in Österreich und in Österreich heisst alles, was mit Dampf zu tun hat, einfach Hans. Das ist so. Da gibt es Locken, die heisst einfach Dampfhans 1, Dampfhans 2, Dampfhans 3. Und damit hat das Schiff jetzt einfach auch Dampfhans geheissen. Dampfhans 1 in dem Fall, das ist 1, oder? Das ist 0. 0. Es ist ja ein Schiff von der Königlichen und Kaiserlichen Kriegsmarine. Das heisst, es ist auf dem Attersee gefahren 1900. Das ist wirklich dokumentiert. Es ist 1945 von den Alliierten versenkt worden, weil es eben ein Kriegsschiff war. Es hat vorne noch Einschusslöcher, die sieht man noch, von einem Maschinengewehr vermutlich, vor dem Schloss Sommer im Attersee. Es ist 1986 dann gehoben worden, weil man hat genau gewusst, wo es liegt. Und dann hat die Familie Agiri geknallt. Ich habe mit denen, das ist eine 90-jährige Dame, die hat mir da breitwillige Auskunft gegeben, hat mir das gehoben und hat das restauriert, hat einen neuen Kessel natürlich gegeben, die Maschine, die eben, die heute ein bisschen blöd tut, hat wirklich noch den Originalzustand von dazumal. Und dann hat man das Schiff gehoben und dann ist die Familie immer auf dem Attersee rumgefahren. Am Sonntag haben die einen Ausflug gemacht. So wie wir heute am Samstag, haben die am Sonntag einen Ausflug gemacht. Und was lustig ist, unser Nachbar, jede Dampfpfeife hat ihren eigenen Ton, ihre eigene Frequenz. Und wenn ich mal bei uns im Garten pfeifen kann, kommt doch tatsächlich der Nachbar Kabosch rüber und sagt, er kenne den Ton. Dann sage ich, was ist mit dir mit dem Ton, wieso kennst du das? Ja, er sei am Attersee aufgewachsen und er möge sich noch erinnern, dass er mich dort etwas so pfiffen hätte. Und das war die Familie Knall und Agiri, die dort mit den Seewalchen, das ist ein Ort am Attersee, mit dem Dampfschiff, so mit den Frauen am Sonntag einen Ausflug gemacht haben. Also vielleicht, ich hatte sehr Freude immer an Schiff, grundsätzlich. Wir haben Modellbötchen gemacht und alles Mögliche. Und auf der Hochzeitsreise 1995 mit meiner Frau sind wir in Südengland, in einem Lake Windermere District, auf einen Raum gestoßen. Das war so eine Wasserhalle. Und dort drinnen hatte es alles alte Dampfschiffe. Und die Männer und die Frauen haben dort drinnen gewerkelt. Und es war so eine friedliche Stimmung. Der eine hat dann gesagt, es ist jetzt 4 Teewasser parat gemacht auf seinem Dampf. Der andere hat gesagt, nein, fahr jetzt noch ein bisschen raus. Und dann habe ich zu Judy gesagt, ich glaube, ich habe mein Hobby gefunden. Das ist entschleunigend, da hast du immer etwas zu. Und dann haben wir 2007 durch ein Inserat, wo der Dampfhans ist dann in die Schweiz importiert worden, auf Lachen, an Zürichsee. Und dort hat jemand den Dampfhans umbauen, um dann eben auch so Fahrten zu machen. Und das hat aber, wenn du niemanden kennst, der mit Dampf etwas zu tun hat, wenn du die Spezialisten kennst, dann ist das sehr schwierig. Der hat dich dann ein bisschen überlupft mit der Technik und hat das Schiff verkauft und hat es im eBay ausgeschrieben bei Motorrädern. Und das hat natürlich niemand gefunden dort. Und das ist, darf man offen sagen, es hat 15'000 Franken gekostet. Und meine Frau hat gesagt, also Geld mehr als 20 zahlen wir nicht. Ich habe gesagt, nein, ich hätte schon bei 18 aufgehört. Und dann haben wir geboten, 15'000 und 50 Franken. Und dann läutet er mir um 5 ab 11 an, wo die Auktion abgelaufen ist, und sagt, Herr Neus, Sie haben dann im Fall mein Schiff gekauft für 15'000. Ich bin gar nicht parat. Ich sage, gut, okay, super, dann haben wir das. Wir haben gedacht, das gäbe ein Höllenrallye noch am Schluss. Weißt du, ein Preisrallye, oder? Und dann bin ich natürlich bei der Vereinigung Schweizer Dampfbahnfreunde, das sind die Gläschen, die wir hier haben, genau. Die VSD-Gläschen, haben dann die auch das Gefühl gehabt, ein Treuhänder, der so dampfaffin ist, den könnten wir eigentlich dann relativ schnell im Vorstand mal nehmen, oder? Ein bisschen Kassenzeug und so. Und dann, ja, dann habe ich das gemacht, 2-3 Jahre, und dann plötzlich hat es geheißen, ja, jetzt wollen wir einen neuen Präsidenten haben. Da bin ich jetzt 12 Jahre bin ich Präsident gewesen, von der Vereinigung Schweizer Dampfbahnfreunde. Wir haben 40 so Schiffe. Der Dampfhans ist eher ein bisschen kleiner. Auf der ganzen, auf allen Seen verteilt in der Schweiz. Und das war eine super Zeit gewesen. Hat allerdings ein bisschen Präsenz gefordert. Hast immer wieder an Sepp-Treffen gehen. Und jetzt im letzten September
habe ich in Solothurn mit einer wunderschönen Parade, es waren etwa 6'000 Leute da, oder? Habe ich mich verabschieden und jetzt bin ich einfach noch im Vorstand und haben einfach eine rotierende Präsidentschaft, dass nicht einer immer alles muss machen muss. Ja? Ja, und das Bötli, kann man das bei dir auch mieten? Du hast gesagt, du bist auch schon mit der Hochzeitsgesellschaft gefahren oder so. Aber der Brut ist, glaube ich, sogar dann mal reingekumpelt. Oder wie kann man zu dem Bötli kommen oder Fahrten machen? Also, gewerbsmässig darf man es ja sowieso nicht brauchen, oder? Das ist klar. Und eigentlich nur durch Beziehungen. Also, wenn jemand sagt, mal, ich möchte mal etwas gerne machen. So wie jetzt zum Beispiel bei uns da der Richard, der gesagt hat, ich würde einen Preis mal ausschreiben. Das wäre doch sicher noch lustig. Aber sonst kann man es eigentlich nicht mieten in dem Sinn. Weil man darf einfach nicht. Da fehlt Gewerbsmässigkeit. Da müsstest du Kollisionsschutz haben und alle möglichen Keimzeuge dazu. Und warum ist es in der Limit? Einerseits hat es ja St. Gallen-Nummer. Und St. Gallen hat einfach den Vorteil, St. Gallen hat grosse Seen. Und grosse Seen bedeutet eben auch Dampfbooterfahrung. Und der Kanton Aargau hat ja nur eigentlich neben dem Halwilensee noch ein bisschen Sempachersee, so zur Hälfte. Dann der Rhein. Ja, ja. Und der Rhein und die Limmat. Und ich kenne den Seepolizist, der da zuständig ist, der ist auch mit mir schon mitgefahren auf dem Dampfer. Und der hat gesagt, das sei für sie eigentlich keine Wasserstrasse, die sie müssen überwachen im engeren Sinn. Und deshalb ist eben der Dampfhans, hat er eine St. Gallen-Nummer, weil die Abnahme von einem Dampfschiff, wir sind jetzt gerade wieder mit dem Bund dran, das ein bisschen neu zu regeln, ist ein bisschen kompliziert. Und St. Gallen hat einfach Erfahrung, man muss die Kesselprüfung machen, man muss die Papiere natürlich beraten. Und dann haben wir natürlich die Werft noch, wo ich da in der Immobiliengesellschaft auch beteiligt bin, die ist in Wallenstadt und das ist natürlich am Wallensee. Gut, danke vielmals, Michi. Jetzt haben wir so viel Erfahrung für mich. Jetzt schauen wir noch, wie das Boot heute fährt. Gell? Wir sind schon ein bisschen unterwegs. Ja. Und dir natürlich weiterhin toi 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 mit dem schönen Schiff. Vielleicht gibt es wieder mal einen Preis zu gewinnen und vielleicht können wir uns wieder mal treffen da beim feinen Mittagessen. Vielen herzlichen Dank. Es war wunderschön, ja, Michi. Ja, merci, danke. Wir kommen zum Schluss von unserer Sendung vom Dampfhans hier auf der schönen Limmat. Es ist alles gut gegangen, fast alles. Aber wir sind jetzt gemütlich da, also geht es uns gut. Wir danken allen Zuschauern fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und unserem Captain, Michi, Nauer, wollen wir natürlich ein dreifaches Schiff Ahoi machen. Schiff Ahoi! 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 Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Wir gehen nochmal aufs Boot jetzt. Alles gut, ja. Gut. Tschüss.